Die frühesten Quellen zur liturgischen Musik, das heißt die frühesten Noten, die da waren, sind, was die Hamburger Gemeinde angeht, nicht vor Druck der 1864er Liturgie. Denn in dieser Liturgie stehen nur Texte drin, aber keine Noten. Wir wissen nicht, was für Noten dort gesungen wurden. Und wie gesagt, Aufnahmen gibt es ja nicht. Wir haben erst 1906 die erste greifbare Note aus des katholischen Zeitbuchs, um dort vierstellige Sätze zu legen, aber auch zu wenigen der Resten der liturgischen Gesänge, deren Texte in der Liturgie 1864 drin sind. Dann gleich Zwischenfragen des apostolischen Gesangbuchs. Dann meinst du die katholische apostolische Reihe? Nein, es war das apostolische Gesangbuch in der apostolischen Gemeinde, die sich ein Jahr später unter der apostolischen Gemeinde genannt hat. Und da gab es noch liturgische Gesänge 1906? 1906 gab es noch. 1906 erschien der Musikband des Gesangbuchs, das ungefähr Ende der 1890er Jahre und dort Sebastian Braunschweig publiziert wurde. Oder von ihnen vertreten wurde, wie auch immer, und das immer weiter ergänzt wurde, erweitert wurde, bis es 1908 nochmal neu überarbeitet wurde und dann wenige Jahre später, also 1908, bei Hochzeit 2010 erschienen, dann wenige Jahre später, 1925, nochmal überarbeitet wurde, jeweils dann unter dem Namen Neue Historisches Gesang. Also das ist der direkte Vorläufer des Neue Historischen Gesangs von 1908, 1910. Und dort haben wir liturgische Gesänge drin. Ich komme nochmal drauf, wir singen einige. Schauen wir uns gleich weiter. Aber wir haben eine Lücke von 42 Jahren, wo wir keine Noten haben und wo wir überlegen müssen, wie kommen wir von 1906 zurück nach 1864. Jetzt kommt ein Widerstrich. Denn jetzt geht es weiter mit Quellen, die nicht neuapostolisch oder apostolisch gemeint sind, sondern die katholisch-apostolisch sind. Da ist das früheste, was ich habe, 1881. Das heißt, nach der Trennung, theoretisch dürfte die apostolische Gemeinde auf diese Quelle keinen Zugriff gehabt haben. Das müssen wir machen für die Filiation, Quellen für die Quellenkritik im Hinterkopf behalten. Aber das ist das früheste, was ich deutscher liturgischer Musik greifbar haben. 1881. Und im Süden 1906. Ich lasse jetzt das Hymnologium aus, das Gesangbuch. Das habe ich natürlich in den Medien schon früher greifbar. Früher steht 1859, dann 1864, 1866 in Norddeutschland, beziehungsweise kurz vor der Jahrhundertwende in Süddeutschland ein vierstimmiges Gesangbuch. Aber darin sind Lieder und nicht liturgische Gesangstücke. Und es sollte um die liturgischen Gesangstücke gehen. Versuchen wir eine Filiation der Quellen. Und kleine Quellenkritik, weiß nur, wir gucken klar, das ist etwas komplizierter, als ich es jetzt hier darstelle. Wir versuchen eine Spur zurückzufinden von 1906. Und stellen fest, in Kationale, auf das eigentlich ja kein Zugriff da wäre, ist ein Musikstück von 1906 in anderen Notationen enthalten. Das heißt, man hat 1906 etwas reingeschrieben ins Gesangbuch, vierstimmiger Satz, das sich in anderen Notationen 1881 wiederfindet. Und jetzt die Frage, kann ich von 1881, beziehungsweise von einem hypothetischen gemeinsamen Quellenbestand zurückschließen auf 1864. Und die nächste Frage, der wir dann auch gleich folgen haben, gibt es dazu, wenn es schon zur katholisch-apostolischen Quelle in Norddeutschland, Breslau, Bezüge gibt, gibt es dann auch nach Süddeutschland zum Musikheft, zur Liturgie und dann nach Zürich, gibt es da Verbindungen? Ich habe ja vor zwei Jahren versucht, anhand der liturgischen Texte nachzuweisen, dass Heinrich Geier nicht einfach nur von Carlyle etwas übernommen hat, Luthaus mit dem Schluss gelassen hat, Liturgie 1850 als Norddeutschland zu nennen, sondern auch aus der süddeutschen Liturgie.
Texte und Formulierungen übernommen hat für die Hamburger Notwendigkeit. Und genauso kann man auch für Verbindungen in der Musik nach Süddeutschland Argumente finden. So, das ist das Stück, was in dem Gesangbuch 1906, wie auch später, zuvor, in 1881 als Lautgriff enthalten ist. Kennt es jemand noch? Es wurde nämlich, alles als andere Stücke, die wir dann auch gleich anschauen werden, wurde das nach der Ausgabe 1906, wie gesagt 1908, eliminiert und taucht auch in keinem Kursor mehr auf. Wenn wir das Stück anschauen, macht uns mal ein paar Stellen aufmerksam. Wir haben hier Tonwiederholungen, dann einen Quartsprung, dann geht es hoch bis zum B. Also wir haben im Grunde genommen den B-Dur-Breiter wieder aufgefächert. Dann haben wir hier in diesem Takt nur Tonwiederholungen zu fahren. Eine schöne Wiederholung. Und wir haben hier für diejenigen, die sich musikalisch auskennen, eine Stelle, die vor stümperhaftem Bodensatz und so schwarz, die also schlichtweg rundenfalsch ist, wenn man die musikalische Grammatik im Tonsatz einigermaßen beherrscht. Wir sehen Kind und Oktavbehandlung drin. Also, was ist der Unterschied zwischen liturgischer Musik und Musik? Ja. Ja. Ich kriege es aber noch nicht aufeinander, wann wurden denn da Lieder gesungen? Lieder waren nicht für die Liturgie notwendig, sondern waren zusätzliche Einsprechungen in die liturgischen Arbeiten. Das konnte jeder Gemeindevorsteher in der Regel dann speziell regeln, wo das so reinhaben wollte. Wenn man die katholisch-orthodoxen Gesangbücher, zum Beispiel vor allem aus England, anschaut, dann sind die nicht zum Beispiel nur nach Kirchen sortiert, sondern so sortiert, das sind die Lieder für den Morgengottesdienst, das sind die Lieder für den Abendgottesdienst, das sind die Lieder für den Kirchen und so weiter. Ja? Also das sind dann Zugaben, zusätzliche Lieder, die man einsetzen könnte. Zum Beispiel, es gibt keine katholische Musikfälle, die die Gemeinde des Abendmahls hat. Also die Rubrik der Abendmahlslieder, speziell für die Kommunion, ist immens groß. Im katholischen Kirchen ist ein Buch des Kommunions zum Beispiel. Da hat man Lieder gesungen und bei, was weiß ich, 1000 Kommunikanten, 1000 Leute, die zum Beispiel spielen, hat man drei, vier Lieder gesungen. Am Abschluss des Abendmahls gibt es ein Chori, das anzeigt, jetzt ist die Kommunion vorbei. Ja, das ist dann wieder liturgisch. Das ist vorgeschrieben. Also, wie schon gesagt, das ist die immer im Chor oder von Arzteiern so? Die liturgischen Gesänge unterteilen sich in die Gesänge, die entweder Chor als Stellvertreter der Gemeinde antwortet oder wo die Gemeinde selber singen muss. Zum Beispiel das Tiberium am Schluss des Kommunistischen und als regelmäßig für die Gemeinde angesendet. Andere Stücke können, bei festlichen Gelegenheiten vor allem, vom Chor übernommen werden, aber es ist eigentlich grundsätzlich angedacht, in den früheren Publiken vor allem schon, die liturgischen Stücke sind dazu da, dass die Gemeinde aktiv teilnimmt und juristisch. Übrigens ein schöner Gegensatz zum damaligen katholischen Unterricht. Die aktive Einbeziehung der Gemeinde. Also die liturgischen Stücke, das ist so gedacht, es sind eigentlich die Gemeinde, auf bestimmte Art und Weise, kann auch in einzelnen Gebäuden, in meisten Fällen vom Chor vertreten werden. So, wenn wir jetzt, ich habe eben die Stelle kurz mal gezeigt, dann den Quartsprung, den Aufgang, dann die Tonwiederholung und diese Melodiebildung, die muss ich vielleicht kurz mal machen. Wenn wir jetzt eine Seite weitergehen, dann zählen wir hier, auch wieder den Quartsprung, den Aufgang zu dem G, dann keine Tonwiederholung, weil wir noch alles hinbekommen, aber ähnliche melodische Bewegungen. Das heißt, diese Fortsetzung geht eigentlich das gleiche musikalische Material zurück. Versuchen wir doch das mal zu sehen. Ich habe es schön auf der ersten Seite abgedruckt. Ich stelle es mir kurz vor. Rhythmisch korrekt. Und versuche mitzusehen.
Absprung auf die Synthese runter, dann wieder Platz für Rezitation, die Melodie. Wendung hier kennen wir auch. Und wir kennen auch hier diese Wendung, das ist das, was ich vorher gezeigt habe, als fehlerhafte Stimme, die ist hier problemlos in der Musik theoretisch korrekt geschrieben. Wir haben hier einen sogenannten Chant vor uns, der zweimal den Text auf dieselbe Melodie bringt, also die zwei Strophen des Textes auf dieselbe Melodie bringt und auch bei den vielen Silben hier unsere rhythmische Freiheit lässt. Also wir können jetzt zum Beispiel auf der Ebene, wir probieren jetzt alles, vorgeschriebene Zeit, wir machen jetzt mal nur die erste Zeile. Wenn wir gemeinsam sprechen, dann sagen wir nicht, dies ist der Tag, in der Herr macht. Das haben wir jetzt gerade so genau so gesagt. Wir sagen hier, dies ist der Tag, in der Herr macht. Ja, probieren wir es mal. Dies ist der Tag, in der Herr macht. So, jetzt versuchen wir es so zu singen. Auf diese Melodie. Ich spiele es mal kurz vor. Die Terminologie nach Ostdeutschland genommen, die stimmt nicht mit der allgemeinen Terminologie überein.
ist die Fußnote auf den Skriptext gesungen wird. Dann kommt normalerweise Rezitationsform. Dann kommt die Mitte. Dann kommt normalerweise die Mediatio. Und dann kommt nochmal eine dominante Rezitationsform und eine Schlusswelt und eine Finales. Die Begriffe von Ostdeutsch sind, naja, etwas leidenhafte Übersetzungen aus dem englischen Fachgebrauch. Ihr seht hier, und jetzt kommen wir gerade zu der Herr ist mein Hirte. Dieses Beispiel, ich habe hier den Psalm, der Herr ist mein Hirte. Mir, ich habe noch eine Silbe, denn jetzt habe ich noch ein paar wenige Silben für die Finale. Ich passe problemlos den zweiten Vers an, erweitert mich auf einen grünen Raum und führt mich zum frischen Wasser. An dieser Stelle, wo ich so gemacht habe, wäre im Text ein Strich gestanden. Es ist ganz einfach. Die Mittelkadenz hat im amerikanischen Chart nur drei Töne. Es bezieht sich auf die drei letzten Silben oder auf die vorletzte Betonung. Also entweder vor der letzten drei Silben oder vor der vorletzten Betonung steht dieser Strich. Und bei der Finales genau dasselbe, nur mit der vorvorletzten Betonung oder mit der letzten fünf Silben. Das ist das Schema vom amerikanischen Chart. Wir können dadurch auch die Note völlig ohne, die Notation völlig ohne Note machen. Und damit auch Freiheit schaffen, die Melodien, die typisiert sind, einfach auszutauschen. Ich kann also jede x-beliebige der tausende Melodien umfassende Stücke im amerikanischen Chart, kann ich auf diesen Text anwenden. Dafür stehen zum Beispiel in der Kanzionalien der katholisch-apostolischen Gemeinde, stehen uns schon mal mehr als 100 Melodien zur Verfügung, die man auch suchen könnte. Ich habe hier nochmal genauer deutlich gemacht, mit den Strichen, wenn man als Tourismusminister aussehen würde, wenn wir das konsequent durchziehen. Jetzt haben wir in der Liturgie von 1864 Eingangsgesang, Introitus. Also Introitus beschreibt Eingangsgesang, der in der Hamburg-Liturgie von 1864 nach dem Vorbild Karl-Liturgie von 1850 enthalten ist. Das ist der Eingangsgesang. Beim Eintritt der christlichen Ämter vor der Eucharistiefeier. Diese Stücke gibt es im katholisch-apostolischen Repertoire sonst nicht mehr. Das war ein Einzelklage von Carlyle 1950, die danach nicht mehr vorkommt. Guthaus hat die ganze Vorratschaft. Und deswegen hat sie alle Rudolf gewonnen. Damit ich ausschmeißt, den Trägel an der Nase. Es sind Texte, die wirklich sind deine Wohnung, hat sie auch, seine Texte, oder als bitte ich vor allem, das hätte ich gern. Kennt ihr doch. Als bitte ich vor allem, das Bekannte, was wir jetzt mal in der Kommode haben, das ist im ersten greifbaren Lohnsatz drin, 1906, genau diesen Satz, den wir jetzt auch noch haben, und genau an der Stelle, wo die Eingangsgesänge zu euch angestiegen werden. Also diese Melodie gehört zu unserem Kernbestand. Jetzt kann ich das aber nicht mit katholischer und katholischer Verletzung vergleichen, weil das habe ich ja nicht. Ich nehme dafür, ja, das habe ich jetzt gerade, habt ihr gerade schon erzählt, habt ihr hier schon mit den Liturgie-Version, war es nicht mehr da. Das habe ich auch gerade schon gesagt. Ich habe keine Vergleichsposition. Ich muss jetzt auf etwas anderes zurückgreifen. Im apostolischen Gesang habe ich nicht nur den Introitus, sondern auch die Kommunion. Das Kommunionslied ausgesprochen. Und das kann ich jetzt lieber vergleichen mit katholischer apostolischen, weil da stimmt der Text und die Stelle in der Liturgie genau überein. Ich habe jetzt hier eine statistische Ähnlichkeit zu setzen im Zürcher Musikgesang. Süddeutsche, katholisch-apostolische Quelle. Das betrifft vor allem die Wiederholung des Schlussverses. Und im Tonsatz ein paar Merkmale, aber da brauche ich jetzt, das wird zu musikwissenschaftlich, das geht jetzt. Da gehe ich jetzt genau drauf ein. Wir haben im Kommunionssatz, der Herr hat Zion erwähnt. Kennt ihr, oder? Den Text. Und den Text kennt ihr auch über normalen Protokoll.
Septemberaufsatz, das ist die Fassung, die im 1906er schon bis heute bei uns in Europa betrifft. Das ist ursprünglich das Stück, das am Ende des Abendmahls gesungen wurde. Vom Chor. Wir haben hier zum Schluss, sieht man vielleicht bei keinem Chor geholt, bei keinem Berufsleitungen. Und hier der Teil soll fröhlich sein, Dramatik. Und nochmal die Wiederholung des Verses. Erweiterung und Form, das heißt, der Text wird nicht einfach nach und nach singen ohne Wiederholung, sondern der gewisse letzte Vers wird noch einmal, der Halbvers wird noch einmal wiederholt. Und genau das haben wir leider auch in diesem Stück so drin. Weiter stimmt es die Tätigkeit, ich glaube, wir diese Stücke jetzt rausgeben würden und vielleicht gehe ich jetzt immer ein, wie die Laufen auch so. Jetzt ziehen wir mal beide. Nachher, dann hört doch auch schon die ähnliche Position aus. Ich spiele jetzt einfach und das sind mit. Zeitwählen spiele ich jetzt nicht extra vor. Jetzt schauen wir mal, wie es 1864
notiert wurde. 1864 wäre das Original. Hier sind die Fotografen, damit man es besser lesen kann. Ich habe ein Strich, den kennen wir schon. Aber jetzt kommt kein Tourismus, sondern plötzlich nochmal ein Strich. Dann kommt nochmal ein Strich. Dann kommt nochmal ein Strich. Nochmal, nochmal. Und hier kommt der Asterismus. Also irgendwie passt das jetzt nicht mehr mit einem normalen amerikanischen Gesetz zusammen. Also ganz normal. Ich hätte diesen Text, weil das ist ein Text, hätte ich ganz normal auf den amerikanischen Charts singen können. Also muss ich hier etwas anderes haben oder etwas leicht anderes, weil die Zeichen sind ja gleich. Etwas leicht anderes haben als den amerikanischen Chart. Ich habe logisch eine Produktion. Aber was? Der Asterismus, nämlich die erste Beobachtung, markiert die Strophen. Und ich bringe zwei Zeichen zusammen. Und ich sehe gleich eine Striche und müsste etwas anderes bedeuten, vielleicht eine etwas komplexere physikalische Gestaltung. Jetzt gehen wir gleich zurück. Jetzt schauen wir noch nicht nur von 1906 nach 1881, nach 1864, sondern jetzt schauen wir von 1864 nach 1881. Wie haben die Gott des Glaubens, des Lieben an Glaubensbekenntnis gestaltet? Und dasselbe war eigentlich fast ähnlich notiert wie ein amerikanischer Chart. Warum? Ich habe hier nicht eine Dominante, sondern ich habe zwei Akkorde auf der Dominante. Hier auch wieder. Und ich habe ein bisschen, ja, hier habe ich jetzt die drei Töne eigentlich. Ich habe hier auch noch etwas mehr extra Silbe. Also da wird es etwas unregelmäßig zum amerikanischen Chart. Hier habe ich auch wieder zwei Dominante. Es ist jetzt nicht ganz genau kongruent, nicht ganz genau kongruent in der 1814 Verfassung, aber so einigermaßen oder fast ist auf Gleichheit stimmt die Hamburger Textfassung mit dem Satz in Kanzionale 1881 überein. Also diese Ausnahme vom angeklatschten Schal ist passend zur Textfassung 1864. Man nennt sowas Chart-wise, also nach Art des Charts, aber nicht genau Chart. Es hat mehrere Dominanten, unregelmäßige Kadenzen, und es gibt eigentlich dafür kein Vorbild in der amerikanischen Kirche. Ich kenne keines. Es scheint einfach eine Eigenschöpfung zu Deutschland. Ich habe das bewusst im Gleichsatz der AG zu sein. Ich vermute eher jemand anderen Behinderung, aber da brauchen wir jetzt eine Forschung. Deswegen ist qualitativ so hochwertig, dass es kein Nobody geschrieben haben kann. Und es ist stilistisch eher in der Extravaganz, jemanden zuzuschreiben wie den Klaus Törpin, dem Komponisten und Organisten in Bordesberg. Und von dem gibt es auch Zeugnisse, dass er die Musik geschrieben hat, nicht nur für England, sondern für alle anderen. Ich habe nur in Deutschland kein einziges Musikstück mit dem Namen Träumen gibt. Aber ich habe solche Stücke, die ich stilistisch schon super würde. Das ist die Schlussfolgerung. Die Konkurrenz ist eigentlich aussagekräftig, weil es kein anderes Vorbild sonst in der amerikanischen Führung gibt. Ich kenne es zumindest nicht. Weil ich habe nur gedacht, wir singen das natürlich jetzt etwas kompliziert oder verschiedene Kadenzen. Wir können jetzt mal mehr Zeit haben, um das zu tun. Brauchen wir ein bisschen mehr Ruhe lassen. Schauen wir mal noch einen anderen Text an. Nämlich den Weihrauch des Herrn. Wir wollen nun abends rufen, Weihrauchstücke, verraucht, verpult und jetzt hat gerochen. Nicht nur unter euch an der Stimme, sondern auch bei euch am Abend. Und sowohl unter euch an der Stimme, auch hier im Morgen und Abend, haben wir dazu einen symptomischen Text gehabt, den wir gesungen haben. Und das ist keine Striche, keine Sternchen. Wie kann ich jetzt rausfinden, wie muss ich dazu? Glaube ich. Ganz einfach. Der Text selber ist sortiert. Ich habe hier Zeilenwechsel. Jetzt gehe ich einfach weiter. Ich habe hier Zeilenwechsel und diese Zeile eingedruckt. Und das gleiche wiederholt sich hier. Ich brauche keinen Strich, ich brauche keinen Asterismus, ich habe es hier in den Text mit drin. Und jetzt vergleichen wir es mit 1800. Ja. Und das habe ich noch nicht gesagt, wenn man den Text sich nicht an.
habe ich immer drei Silben auf die letzten drei Töne. Problemlos, da wollte ich einen Strich nicht abzählen. Es ist deswegen vielleicht auch ein senkrechter Strich unmöglich. Dann schauen wir ins Kanzional in 1881 und stellen fest, es passt optimal. Ein kleines Vorspiel. Dann habe ich für die erste Zeile hier eine Rezitationsrolle und hier drei Töne, Verteilung und Ton. Dann habe ich für die Rezitationsrolle drei Töne und die dritte Zeile, die eingeübt war, ist hier ausgerufen. Dann habe ich für die Rezitationsrolle, habe hier, gut, in dem Fall jetzt vier Töne, weil ich leider das Mundes, aber das ist nur die Wiederholung dieses Rezitationsakkords hier an dieser Stelle. Ansonsten sind es drei neue Töne. Dann habe ich in der Rezitationsform drei Töne und eine ausgewogene Töne, die ein Töne braucht. Das würde ich jetzt gerne gleich sehen. Ich mache das Vorspiel und dann geht es sehr langsam. Also, diese Weihrauchgesänge sind sehr leise gesungen. Es hat mal ein bisschen ein Aufstieg zum Fort und zum Kräftigen, aber geht dann wieder zurück. Sehr leise und zurückgehalten. Also, auf dem goldenen Altar, also bitte nicht auf dem goldenen Altar, sondern mal wirklich goldenen Altar, dass es sprachlos bleibt, auf dem goldenen Altar vor deinem Thron, lass das süße Leuchtreifen des Engels, also das wollen Sie jetzt hoffentlich etwas kurz, Leuchtreifen des Engels an, aufsteigen zu führen. Wollen wir den Text mal so sprechen? Langsam? Und auf den Thron, lass das süße Räuchern von des Engels Hand aufsteigen, Gehör und Führ. Aber jetzt ein Rhythmus in der Musik. Aufsteigen, Gehör und Führ. Ja, nachher beim Denken beim Singen. So lass dir wohlgefallen die Rede deines Sohnes. Nochmals, so lass dir. So lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes. Und bei meines Mundes muss man das sogar hochlassen, da kommt dann das Beginn. Also auf Ness geht's weg. Und das Gespräch meines Herzens, so mir, o Herr. Nochmal, und das Gespräch. Und das Gespräch meines Herzens vor dir, o Herr, mein Ort und mein Erlöser. Da haben wir die musikalische Rhythmik in unserem Auftritt. Ich werde diese Fußnoten jetzt nicht übertreiben und bei jeder Silbe neu anhaken. Ja, also die Silbenverteilung musst du selber machen. Ich halte den Akkord an der Rolle aus. Problemlos. Thank you.
wie es hier vorgeht, mit denen es etwas leichter. Und vor allem, wenn wir das jetzt noch einfach mal so zwei Wochen lang machen würden, dann hätten wir das Problem des Lebens. Dann läuft es. Jetzt ist es ein Ist das denn normal, dass das Buch Noten gab es ja eben so nicht? Aber hat man da wirklich nur so eine lange Note gemacht? Ja, trotzdem jede Silbe einzeln angesungen? Man hat es angesungen, natürlich. Ja. Natürlich. Aber nicht mehr geschlagen. Also, wenn ich eine Rolle normale Rolle-Pedale nutze, die spielt ein paar harmonische Spitze. Und die macht jetzt nicht noch den Rhythmus. Wenn jetzt ein paar Mal ein paar Stellen auf den Rhythmus reinkommt, dann ist ein bisschen dieses Rhythmus reinkommt, dann hast du auch ein bisschen Geld. Ja, also intelligent gibt es dann so was. Wir haben einen dynamischen, Instrument. Wir haben schon, wird genau das sehen. Gibt es auch genug Videos auf YouTube. So, jetzt gibt es noch am Ende des Abendgottesdienstes ein Magnificat. Magnificat, meine Seele, lobe den Herrn. Lukas Evangelium, verhebe den Herrn. Wie es hier in deutschen Übersetzung heißt, wir sehen hier im Originaltext nur so eine große, große Buchstaben, eine spezielle Initiale, eine schöne Initiale, und zwar vier Verse, vier und vier. Es ist der Bibeltext unterteilt in Strophen. Das passt genau zusammen. Das wäre zwei Bibelverse, also vier Halbverse gegen eine Strophe. Das ist die typische Form des Anki-Chant. Und zwar das sogenannte Double-Chant. In dem zwei Bibelverse zusammen, zwei Seitenverse zusammengebunden werden. Zu einem, Durchgang. Es fällt hier der Asterismus, weil durch Zeilenwechsel und Gliederung der Aufbruch ganz klar ist. Brauche ich keinen Asterismus. Und es werden senkrechte Striche. Auch deshalb, weil es gibt, ich habe gesagt, dreitönige Endungen und fünftönige Endungen, aber es gibt immer mal wieder so kleine Ausnahmen. Und da möchte ich dann lehren, die diese Ausnahmen kennzeichnen. Deshalb fällt wahrscheinlich auch hier der Strich weg. Es gibt, wenn ich die Quellen durchforsche, für das Magnificat. 3, 4, 5 unterschiedliche Melodien, die wurde oder Text immer leicht anders umgesetzt ist in dieser Melodie, im katholischen, im historischen Bereich. Und ich vermute, dass es dann hier auch im 1864er Teil so war, dass man deswegen den Strich weggelassen hat. Ich habe hier ein Beispiel, und zwar ist das aus dem Choro von 1891. Das Radeke in Berlin entwickelt hat, das gibt es leider nur in Handschrift, aber als Manuskript gedruckt. Das haben wir in Amsterdam abfotografieren können. Einfacherweise, wenn es da ist, die Verteilung des Magnificat so gemacht. Und das selbst zum Beispiel, dass ich hier eine kleine Vorwegmode habe, so war, auf die letzte Seite vor dem einen Nachhinein. Und ich habe, aber da gibt es auch Sätze, wo zum Beispiel Wasserhandlung von weggehen würde. Ich spiele es mal schön vor. Ich spiele es wirklich vor. Das ist ein Vorspiel, ganz schön. Und dann sehen wir den ersten. Ich bin schon durch, vielleicht mal. Meine Seele ergeht den Herrn. Probieren wir das mal zu sprechen. Also meine Seele und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilendes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Macht angesehen. Siehe, von nun an werde ich selig heißen, alle Kindeskinder. Sprechen wir es einfach mal, so wie ich es normal sprechen muss. Meine Seele ergeht den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilendes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Macht Siehe, von nun an werden mich selig heißen, alle Kindeskinder. So, jetzt spiele ich ein Durchgang vor, damit die Melodie wird. Und dann probieren wir den zweiten Durchgang einfach mal zu singen. Vielleicht ein Kürz, Strophe 1 bis 4 und dann D. Hi. Das habe ich
Jerusalem, ein Text der Bibel wird quasi legitimiert dadurch, dass ich die Lobpreisgottheit heiße. Die steht für Doxologie, für Lobpreis. Es kommt bei jedem Psalm, kommt es ans Ende hin, weil Psalm entspricht der Paarisches, das wird überhaupt durch die Trinität, Trinitätsprobe gerecht werden. Wir sind jetzt auch früher, auch im katholischen und im englischen Gesangbuch hat man eigentlich an fast jedem Lied, wenn es Lied sind, nicht selber um die Trinität zu tun, hat man eine Trinitätsprobe. Ja? Es ist jetzt hier zwar ein deutscher Text, aber auch im liturgischen Bereich kommt auch hier wird das Schlussbild des ganzen Wortes Christus auch nochmal wieder zu beginnen. Vermute ich auch, dass wir das im Gallischen
Gesangskörpern gemacht wurde im Gemeinde. Ja, Noten, die gesungen wurden und aus dieser Quelle oder aus diesen Quellen, vielfach hat man dann sowohl in Breslau, der Kultusströmischerseits, geschöpft, als auch dann später durch das Zersingen oder rhythmisch einsortieren, dann bis 1906. Gleichzeitig hat Geier nicht nur Texte aus Süddeutschland übernommen, sondern es muss auch handschriftlich gehen mit Musik, weil es gibt ja Ähnlichkeiten nach Zürich. Also es gibt da wahrscheinlich auch Süddeutschland, Süddeutschland einige handschriftliche Quellen, liturgische Musik nach deutscher Sturzzeit, auf die wir zugeführt haben, die dann stilistisch angeflossen sind, das ist ein 1906. Und bis heute in unserer Chor. Aber wir haben diese Quelle nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe hier die Lieder ganz bewusst ausgelassen, weil das wäre ein extra Thema. Es gibt in der Liturgie von Hamburg 1864 teilweise als Alternativen zu den originalen katholisch-apostolischen liturgischen Texten Lieder. Diese Lieder stammen allermeist aus evangelischen Gesangbüchern. Das müssen wir noch genauer aus dem Werden kommen. Aber es sind auch gar keine Mundrücke. Also da müssen wir dann auch gucken, nach welchen Motiven wir diese Liturgie zu haben. Je nachdem, aus welchen Gesangbüchern zu tun haben. Jetzt noch mal kurz zusammengefasst die Rekonstruktionsstunde. Ausgangspunkt ist die Textausgabe von 1865. Ich mache es am Beispiel der Eingangsgesänge. Die haben wir ja nicht in der katholisch-apostolischen Liturgie, kann ich nicht nachprüfen. Das späte Extrem haben wir kennengelernt. Das ist die kommende Fassung im apostolischen Gesangbuch, ähnlich wie der Herbert Welt. Das wäre auch der Punkt. Das ist auch genau aus diesem 1906er Gesangbuch. Das könnten wir nehmen, aber wir wollen ja eigentlich die normale Ausdruckung, die Chart-Fassung regeln. Ich habe jetzt mal aus Edinburgh, da habe ich dann schon Kopien gemacht, ein Entwurf zum Morgen- und Abend-Effekt, den gibt es nicht in der Botschaftsstudie, das genommen. Und daher geht es aus dem Chartplatz. Und habe diesen auf den deutschen Liturgus übertragen, soll ich verstehen. Und dann könnten wir weiterbringen, wir können natürlich auch einen anderen Nachchart, auch eine andere Melodie, aus der KG Umlieferung nehmen und umlegen. Das würde so aussehen. Ich habe hier die Textausgabe 1864. Hier entspricht der Kompromissik. Und hier der Asterismus. Als Kennzeichen dafür, dass es sich um einen musikalischen Chart handelt. Den Text 1 Billy vom Herrn kennt ihr, den haben wir bis heute im Kurs gesungen, die Späte extrem. Ich habe jetzt hier die anderen Eingangsgesänge genommen, für Sonntags, wie lieblich, 10 Jahre Jungen. Haben wir die Zeit, das ist gut, das ist gut. Wollen wir uns noch ziehen? Habt ihr Lust? Also, wenn ich die Zeit für ein Erziehungsschutzgesicht. Ich glaube, ich werde schon mal nicht schauen. Dann ist der zweite Teil. Jetzt aus Edinburgh. Ein Song aus. Hier über unsere Rezitationston. Drei Töne. Rezitationston. 1, 2, 3, 4, 5 Töne. Und dann etwas auskomponiert. Das wäre ein Chartplatz. Wenn ich das jetzt zusammenfasse. Ja, ich kann voraus, diese Melodie ist jetzt auch schon in ähnlicher Form, weil wir die Signale von WhatsApp notiert als Chart. Und dann kann man den Text wunderbar unterlegen. Das heißt, ich habe jetzt hier zum ersten Mal die Verbindung England nach Deutschland, in der katholisch-apostolischen Gemeinde. Und ich habe hier auch die Möglichkeit zu unterlegen. Und ich könnte das mit einer anderen, Fassung, durch diese Fassung nach Kurze, genauso machen, die passt auch. Und ich kann es auch in einem anderen Chart machen. So, das war eigentlich meine ganze Präsentation. Wir können die Musik rekonstruieren. Wir können das Ganze klingend machen. Wie allerdings eine Gemeinde, die aus vielleicht 150 regelmäßigen Kommunikanten besteht,
und nicht unbedingt über die Bindung verfügte, die die Leitungskräfte der katholischen Apostolischen Gemeinde zu haben. Die Klingelhand und vor allem wie diese liturgische Musik dann im Schulstand gekommen hat. Kann ich nicht sagen. Es gibt zum Glück vielleicht keine Aufnahmen. Aber wir verstehen dann umso besser, warum diese freie Musik eigentlich erlauben wird. Diese antikarische, hochkirchliche Musik im niederkirchlichen Bereich, der ja dann in Hamburg anfing, wie der nicht mehr funktioniert und wie der dann im Laufe der Jahre in ausgedrückten Fassungen überging oder in ausdrückten Fassungen wie Dies ist der Tag in der Hammer. Ganz verstanden, muss ich dann eher mit Klangideal einer Musik zuwenden, die heute noch musikalisch stark fortlebt.